Hallo du Liebe und schön, dass du heute dabei bist und mit mir gemeinsam deinen oberen Rücken vorwiegend trainieren möchtest, so ein bisschen in die Öffnung der Brust gehen. Das heißt, wir wollen hier aus dieser typischen Handyhaltung am Computer sitzen, in diese aufrechte Haltung, Schultern nach hinten, unten kommen. Und dafür habe ich heute ein paar Übungen vorbereitet. Unser Timer steht auf 40 Sekunden Übung und 10 Sekunden haben wir, um langsam in die nächste Übung zu kommen. Schnapp dir deine Matte, hab was zu trinken parat und dann treffen wir uns hier sofort wieder. Wir starten hier kniend mit so einer Stretching-Übung, in der du langsam im Wechsel hier, es geht los, rund mit deinem Rücken kommst, für deine Ellbogen zueinander und dann komm hier oben in die entgegengesetzte Bewegung, schön Schulterblätter zusammendrücken und aufdehnen. Mach das immer schön im Wechsel, in einem Tempo, was für dich angenehm ist. Sehr gut, also wir wollen hier immer schön in die Öffnung gehen, Schulterblätter schieben zueinander. In 8 Sekunden haben wir kurz Pause, um in die nächste Position zu kommen. Lösen. Neig deinen Oberkörper gleich nach vorne. Je weiter du hier nach vorne kommst, desto mehr natürlich hier schön aktiv mit der Bauchmuskulatur gegenhalten. Deine Daumen zeigen nach unten, deine Hände gehen nach hinten und du pumpst jetzt hier in so einer großen Bewegung, in der du aktiv deine Schulterblätter auch mitnimmst, nach hinten. Jawohl. Atme entspannt weiter bei jeder Übung. Wie immer gilt, du kannst natürlich auch hiervon mehrere Runden machen, um mehr zu haben. Du kannst auch nur eine Runde machen und die hinten an deinem Workout dranhängen, an Tagen, wo du weißt, zum Beispiel, du hast nicht so viel Zeit. Dieses Workout perfekt, denn es ist kurz und du kannst es immer wieder machen zur Haltungsverbesserung. 3 Sekunden noch. Komm in die Cobra. Wir machen als erste Übung gleich einfach nur die Cobra gehalten als Dehnung und als nächstes, also einmal hier. Wenn dir das nicht so angenehm ist, kannst du auch hier auf die Unterarme kommen. Ja, geht auch, dass du hier die Dehnung im unteren Rücken hast und oben in der Brust die Öffnung. Hier ist natürlich nochmal ein bisschen intensiver Blick. Geht nach oben, atme entspannt, öffne dich, Schultern weg von den Ohren. Und was ich gerade schon gesagt habe, als nächstes kommt diese Übung dann als Push-Up-Variante, zeige ich dir sofort. Atme weiter. 3, 2, langsam lösen, Pause genießen. Du entspannst, ich zeige dir schon mal die nächste Übung. Schön breite Finger auffächern und dann hier schön hochdrücken. Und langsam wieder lösen. Kein Gewicht abgeben. Okay, wir bleiben jetzt hier die 40 Sekunden unter Spannung. Und die Arme auch noch direkt was von der Trizeps. Ganz eng sind deine Oberarme an deinem Oberkörper. Mit der Ausatmung kommst du hoch, dehnt sich hier schön weit auf. Einatmend, entspannt und langsam lösen. Und du wirst merken, wie du hier schön in die Öffnung kommst. 8 Sekunden. 2, 1. Wir bleiben direkt hier in Bauchlage und machen hier jetzt ein paar öffnende Übungen. Und zwar, ich komme so ein bisschen zur Seite, dass du mich ein bisschen besser siehst. Superman, Arme 90 Grad beugen, ganz klassisch. Ausatmend hoch. Einatmend lösen, kein Gewicht an die Matte abgeben. Daumen zeigen hoch. Wenn du mehr willst, kannst du auch deine Füße von der Matte lösen. Sehr gut. Wichtig ist hier immer, ne, wir wollen uns ja öffnen. Also Schulterblätter ziehen, schieben zueinander. Du öffnest dich hier, stolze Brust. Sag dir immer wieder, stolze Brust machen. Dann tust du schon ganz viel für dich und deinen Körper. So, die nächste Übung muss ich mal gucken, wie ich dir die zeige, denn ich brauche ein bisschen Platz zur Seite. Ich drehe mich mal so nach vorne, dann siehst du mich vielleicht auch besser. Also Arme ganz lang und jetzt stellst du dir vor, du willst hier hinten was übergeben, drehst aber auch deine Unterarme gleichzeitig an und führst dann die Arme wieder lang nach vorne. Der Kopf schwebt über der Matte, mach einfach mit
Und richtig wieder lösen. Drehen und hier aufgehen. Du kannst übrigens für jede Übung ein Gewicht mit dazu nehmen, also zwei. Dann wird das Ganze auch noch intensiver. Sehr gut. Bleib hier schön in Bewegung. Und die nächste Übung ist diese Position jetzt hier gleich in Endposition einfach nur halten, okay? Einmal noch. 10 Sekunden Pause. Nick deine Stirn ruhig auf der Matte ab. Nutz die Pause auch wirklich für dich. Kopf anheben. Oberkörper leicht anheben. Hände hier wieder eindrehen. Und Oberkörper anheben, halten und atmen. Weiter atmen. Ganz stolz in der Brust sein. Sehr gut. Gleich geschafft. 18 Sekunden noch. Eine Übung machen wir noch hier in Bauchlage. Bevor wir wieder wechseln, halte durch. Du hast es gleich geschafft. Atme. Nochmal ein bisschen höher. Arme zusammenziehen. Ganz stolze Schultern. Komm. Und Pause. Für die nächste Übung. Deine Arme lang zur Seite bringen. Deine Daumen zeigen wieder hoch. Und du kommst gleich hier hoch und tief. Kraftvoll, okay? Let's go. Kannst auch nur hier so deine Daumen nach oben zeigen. Also immer so ein bisschen nach oben, hinten, dass du hier in die Öffnung kommst, okay? Der Blick geht einfach immer stumpf Richtung Matte, dass dein Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Ausatmend hoch, einatmend runter, aber kein Gewicht an den Boden abgeben, ja? Also du bleibst hier in so einer leichten Spannung. 4, 3, 2, du machst noch weiter, ich wechsle schon mal langsam die Position. Wir kommen in Reverse Lunge, beziehungsweise in die, nicht Lunge, Plank, in die Tabletop Position hier. Drück dich richtig weit nach oben, schieb dein Becken hoch, Bauch ist flach. Den Kopf kannst du so nach hinten abklappen. Und auch hier, ne? Nicht hier hängen. Dann haben wir gegenteiligen Effekt. Wir wollen, ich drück dich hier hoch. Im besten Fall sogar vielleicht noch die Hände nach hinten zeigen und dich hier richtig lang nach oben drücken und halten. Atmen. Vier Sekunden noch, komm. Nochmal hochschieben. 2, 1. Leg dich auf den Rücken. Fixiere deine Unterarme. Deine Oberarme, Entschuldigung, direkt neben deinem Körper. Und jetzt drück dich hier nach oben und runter. Die sieht so leicht aus, aber wenn du die richtig machst, hat die es in sich. Also wirklich nur aus den Oberarmen, also hier aus dem Latzug eigentlich, also aus dem Latissimus, diesen großen Rundrückenmuskel nach oben drücken und lösen. Ausatmen und ein. Siehst du, ich zitter schon. Lösen. Sehr gut, halte durch, komm. Und jetzt einfach mal richtig weit entspannt deine Schultern in die Matte reindrücken. Arm ruhig lang machen und einfach mal bewusst hier in diese Öffnung gehen. Also nicht nur die Öffnung, sondern hier einfach kontrolliert. Kontrolliertes Entspannen sozusagen. Auch ganz wichtig. Sekunden loslassen. Schulterblätter immer tiefer in den Boden gleiten lassen. Also hier in der Brust schön öffnen. Komm langsam über die Seite, Rücken freundlich nach oben. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Und hier öffnen. Versuch noch deine Fersen in den Boden zu drücken.
und dich ganz lang im Rücken machen. Ganz hier oben die Dehnung im oberen Rücken. Dein Blick geht zwischen den Beinen durch. Schließ gern deine Augen, wenn du magst. Und atme, lächle. Komm runter auf die Knie. Wir machen jetzt noch so ein paar Dehnübungen, einfach die richtig, richtig gut sind. Also einmal die Puppy Pose, Arme lang nach vorne. Stirn auf der Matte ablegen und hier so tief wie möglich kommen. Popo darf nach oben zeigen und die Arme sind ganz lang hier vorne. Also ich will, dass du in deinen Rücken jetzt ganz tief reinatmest, auch so ein bisschen Beckenboden entspannen, Brust dehnen. Versuche immer mehr mit jedem Atemzug ein bisschen mehr loszulassen. Wir verschärfen gleich noch die Dehnung mit dem nächsten Beep, indem du, ich mache es schon mal vor, Pause, deine Hände ineinander verschränkst in so eine Gebetshaltung und jetzt hier die richtig abklappst und hinten deinen Kopf umschließt. Dann kannst du da nochmal noch ein Stück mehr reinatmen. Bleib einfach hier, atme entspannt weiter. Und ich merke schon wieder, wie gut diese Übungen tun, wie ich in diese Öffnung komme. Also das ist jetzt hier wichtig, einerseits Rücken trainieren, andererseits aber auch die Brust dehnen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Machen wir alles hier in dem Workout heute. Wir haben es auch schon fast geschafft. Wir machen noch eine Kräftigungsübung, lösen und zwei Entspannungsübungen. Komm ruhig in den Stand, neig deinen Oberkörper nach vorne, bring deinen Oberkörper richtig parallel zum Boden sozusagen. Und jetzt hier wieder Arme gehen hoch und tief. Mach ruhig eine große Bewegung, Daumen zeigen wieder hoch. Richtig kraftvoll, Schulterblätter zusammenführen. Hier, Bauch ist fest, hier. Okay, wir machen doch noch eine Kräftigungsübung hinzu. Ihr wisst, ich pulsiere gern. Einfach nochmal richtig gleich rein in die Muskeln. Hier bleiben wir gleich Daumen nach oben und pulsieren. Aber noch sind wir hier. 5 Sekunden. Schulterblätter aktiv mitnehmen. Komm. Danach wird entspannt. Kurze Pause. Alles lockern. Guck, ich bin hier sogar ein bisschen abgeschnitten. Hupsi. Und wieder schön vorbeugen. Oberkörper parallel zum Boden und hier rein. Pulsieren. Bauchnabel zieht nach innen. Kleinen Entenpo machen, durchhalten. Und durchziehen. Komm, Schulterblätter aktiv zusammen pulsieren. 20 Sekunden noch. Die letzten Sekunden laufen. Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Noch 7, 6, 5, 2, 1. Ich komme runter, dass ihr mich besser seht. Absolute Favoritenübung und die empfehle ich dir immer im Alltag zu machen. Hände hinterm Rücken verschränken, kennst du. Und dann hier einfach stolze Brust, übertrieben stolze Brust. Hände ziehen zusammen, Schulterblätter drücken zusammen. Und das kannst du immer, immer wieder machen. Jeden Tag, wenn du dran denkst. Denkst du an mich, machst diese Übung und merkst, wie sie dir gut tut. Weil hier kommst du aus dieser Haltung in die Öffnung und zwingst dich hier reinzugehen. Und die ist so gut. Wirklich, mach das mal immer wieder. Und entspann dich. Und dann dehnen wir jetzt noch einmal links, einmal rechts die Brust. Bevor wir fertig sind. Ich mache das aber, du kannst es gerne im Stehen machen. Ich mache das, dass du mich hier besser siehst. Ein Arm lang an die Wand, die kennst du noch. Die hat man im Sportunterricht immer früher gemacht. Und ich wusste damals überhaupt nicht, was soll denn diese Übung.
aber ich muss mich jetzt ein bisschen wegdrehen, die öffnet deine Brust halt richtig schön und du kannst halt selbst bestimmen, wie weit du sie öffnen möchtest. Du kannst ein bisschen gegenarbeiten und schauen, wie weit kommst du in die Öffnung. Du kannst auch hier den Arm 90 Grad beugen, dann wird das Ganze noch ein bisschen anstrengender oder halt lang machen. Musst du für dich schauen, was sich besser anfühlt, aber bist du hier in der Beugung, hast du auf jeden Fall mehr Dehnung in der Brust, die wir wollen. Seitenwechsel, allerletzte Übung an diesem Tag, in diesem Workout. Und wieder in deine Dehnposition. Uiuiui. Ich merke, meine BWS, ich bin so verspannt aktuell und das tut so gut. Muss man wirklich öfter machen, also auch ich. Oder du schaust hier, ja? Wobei, die macht nicht so viel. Hier, die ist gut. Langsam lösen. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Lass gerne einen Daumen nach oben da, auf einen Kommentar, wenn dir diese Art von Workouts gefällt. Dann kriegst du natürlich auch mehr, dann sehe ich, okay, das wollt ihr, das bekommt ihr. Mach gerne eine zweite Runde, wenn du mehr willst oder wiederhol dieses Workout einfach, wenn du weißt, heute brauche ich das. Oder auch als Mittagspause im Büro. Ganz viel Spaß und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Bis zum nächsten Workout. Ciao!